Hallo und ich bin dieses Mal euer Moderator, der andere ist leider nicht mehr da, denn dies ist die letzte Folge der Mittelweser Klinik Nienburg, denn die wird jetzt abgerissen, also es wird nichts mehr erneuert, sondern es wird endgültig abgerissen. Trotzdem wird in einigen Jahren noch ein neues Krankenhaus entstehen, dies kann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie Sie bereits im Hintergrund sehen, steht HATR, Abbruchtransport Recycling, die werden halt alles abreißen und Otto wird dann das neue Krankenhaus bauen, das dann hoffentlich besser sein wird als dieses, wo wir dann auch Spots drehen können. Also immer wenn hier etwas Größeres abgerissen wird, werden wir es euch zeigen. Außerdem hilft die Fred Company noch ATR beim Abbruch, wie Sie hier sehen können. Dann präsentiere ich Ihnen als erstes mal unsere Baufahrzeuge. Der größte hier, der ist für den Abbruch zuständig, wie Sie hier sehen können. Der ist schon gerade im Gange. Und der kann dann noch mit diesem Arm verlängert werden. Dann haben wir hier einige kleinere Bagger. Entschuldigung, falls es so laut ist. Und da hinten ein Sortierbagger. Ja, und noch viele weitere Bagger, die Sie noch alle im Einsatz sehen werden. Als erstes werden Sie einen Teil von Kran aussehen. So, hier sehen Sie schon mal einen kleinen Abschnitt, in dem schon mal der Abbruchbagger und der Sortierbagger im Einsatz sind. Der Sortierbagger, der nimmt gerade ein paar Platten und packt sie dann halt in den entsprechenden Container. So, der Abbruchbagger, der nimmt sich jetzt da diese Mauer vor und sortiert auch schon ein bisschen. Jetzt sehen Sie alles nochmal in einer anderen Sicht. Dies ist die Perspektive von dem Ex-Landeplatz.
Jo. So, dies ist eine andere Perspektive in der Nähe vom Bauzaun. Die Rohre machst du? Ja. Ja, ich hab die aus Versehen mitgenommen. So. Ja.
Und das war's jetzt erstmal schon von dem ersten Teil des Abbruchs der Mittelweserklinik in Nienburg. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, das ist der letzte Part dieses Krankenhauses. Und hier nochmal, ja, dieser Teil des Krankenhauses ist noch ein bisschen stehen geblieben. Ja, als Erinnerung. Dann bis zum nächsten Part.